Hallo, nochmal ein kleines Video vom Bereich Güterbahnhof. Hier haben wir den blauen Turm nochmal. Hier haben wir dieses neue Gebäude, das ist wie so ein Holzhaus anscheinend. Da wird wahrscheinlich wie so ein Park gemacht. Alles rundherum sind da einige Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal da hoch, dass ein bisschen was noch vom, da ist dieser Gashändler, die Straße von Reutlingen, so zur Orientierung. Und hier ist dieser große neue Block, in dem jetzt auch die Barmer Bahn drin ist. Muss ich nur ein bisschen rüber gehen, wegen der einem Fußgänger, bzw. Radfahrer, der schiebt. Hier haben wir diesen Tunnel, wo von LTT rüber geht. Da sind wir auch schon mal durchgefahren. Einfach dieses nach dem Video schauen, gegebenenfalls. Und hier ist so eine Physiotherapie-Praxis. Ich gehe jetzt mal hoch. Es ist wahrscheinlich ein bisschen dunkel. Physiotherapie, Barmer. Und zum Teil ist es dieses Gebäude noch nicht fertig, so wie es aussieht. Überall noch ein bisschen Bau und Gerüste. Und ganz vorne sehen wir wieder noch das Kaufland. Und da drüben, da waren wir vor einem Weilchen mal, das LTT. Ein bisschen rüber in dieses Restaurant. Da ist inzwischen ein bisschen besser. Die können ja jetzt schon wieder aufmachen. Ist eben hier alles noch ein bisschen Baustelle, aber es ist nicht mehr so schlimm. Es entwickelt sich und wie ich vorher gesagt habe, es entwickelt sich gar nicht schlecht. Es sieht besser aus, als ich dachte, das ganze Stadtviertel. Das ist aber auch meistens so. Nur sie sind eben alle ziemlich standardisiert. Also die sehen alle irgendwie gleich aus. Egal, ob das jetzt in Lustnau ist oder ob das in diese Gartensiedlung ist oder das französische Viertel, alles sind diese Betonblöcke mit etwas Grün dazwischen. So, jetzt kommt der nächste Handlager, da machen wir jetzt mal Schluss. Bis zum nächsten Mal.